Im AV-Guide Test 8 Bluetooth-Kopfhörer für unterwegs. Von kleinen On-Ear bis zu grossen Over-Ear-Geräten. Bose Soundlink On-Ear Bluetooth. Der kleinste Hörer im Vergleich. Sitzt gut auf den Ohren und wirkt stabil. Der Klang ist für die Grösse verblüffend. Auch über das Kabel bringt das Gerät einen warmen, angenehmen Sound. Ein kleiner, aber wohlklingender Hörer. Bowers & Wilkins P5 Wireless. Der wahrscheinlich edelste Hörer im Vergleich. Mit feinstem Leder überzogen und komfortabel zum Tragen. Unter dem Ohrpolster versteckt der Anschluss für das Kabel. Ein ausgewogener Klang, der nie aufdringlich ist. Ein luxuriöser Hörer zum langen Musik hören. Teufel Airy, der günstigste Hörer im Vergleich. Nicht ganz so komfortabel wie andere, dafür stabil und mit einem guten Halt. Der Klang ist unspektakulär. Keine dröhnende Bass, keine zischende Höhen. Gut konstruiert und kompakt mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Philips SHB 9250. Nicht sehr wertig verarbeitet, aber sitzt gut auf dem Ohr. Mit Touch-Bedienelement auf den Ohrmuscheln. Auf und runter für die Lautstärke, links-rechts zum Skippen. Ein kompakter Hörer mit warmem, sattem Klang. Urbanite XL Wireless. Praktisch baugleich mit dem Urbanite XL. Der Akku bringt Power für 25 Stunden. Mit einer leichten Bassbetonung, aber auf hohem Niveau. Auch mit Touchbedienung, aber weniger intuitiv. Mit sympathischem und potentem Sound. Denon AH GC20. Einer der grössten Hörer im Vergleich. Die Ohrpolster sind ganz weich und angenehm. Dank aktivem Noise Cancelling ungestört Musik hören. Ein grosser Hörer mit grossem Klang. Bassiger, warmer Sound mit diskreten, aber angenehmen Höhen. Sony MDR ZX770BN. Gross mit geschlossener Bauweise und aktivem Noise Cancelling. Trotz der Größe relativ leicht. Sitzt locker und leicht am Ohr. Mit hellem, frischem Sound. Am Kabel verliert der Hörer aber deutlich an Brillanz. Plantronics Backbeat Pro R. Ein Hörer mit viel Power und ausprägter Bass. Teilweise fast zu stark. Trotzdem sind Mitten und Höhen recht linear. Passt besser zu moderner Musik als zu Klassik. Das Noise Cancelling ist gut, aber nicht spitze.